Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, heute mit dem Thema Gewichtszunahme. Also, was kann man tun, damit ihr Gewicht zunimmt? Alle reden ja immer stetig von dieser Gewichtsabnahme. Nun muss auch mal das Thema Gewichtszunahme kommen. Ihr wisst ja, das Wichtigste ist immer, dass die Zellen Eiweiß bekommen. Für die, die mich verfolgen, kriegen ja da schon so ein bisschen was mit. Ziel ist nicht eine Gewichtsabnahme über das Fett zu bekommen, sondern das Ziel ist, die Eiweißquelle anzuheben, damit sozusagen Zellen aufgebaut werden können und das Körpergewicht gesund hochgeht. Also wir wollen ja keine Fettzellen haben, sondern wir wollen ja gesunde, eiweißreiche Zellen haben. Was kann man dafür machen? A, könnt ihr Zwischenmahlzeiten einbauen, also versuchen, lange nüchtern Phasen zu durchbrechen. Zum Snacken zwischendurch kann man zum Beispiel Käsewürfel nehmen, ein bisschen Obst nehmen. Obst natürlich mit Eiweißquelle wie Frischkäse, Quark, Hüttenkäse kombiniert. Hüttenkäse geht auch als pikante Variante, zum Beispiel auf Brot. Ein Brot mit Käsebelag, Wurstbelag. Natürlich auch gerne Gemüse, Salat, Tomate oder ähnliches obendrauf. Ihr könnt Fleischersatzprodukte nutzen. Also wenn wir die warme Mahlzeit haben, geht es als Eiweißquelle Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei. Die Ersatzprodukte gehen natürlich auch, weil sie eiweißreich sind. Dann würde man Gemüse dazu nehmen und gucken, dass die Kohlenhydrate dazu kommen. Die Kohlenhydrate würde ich immer in der Menge definieren, weil wir nicht so viel Sättigungseffekt rein über die Kohlenhydrate haben wollen, sondern eher über die Eiweißquelle, um die Muskelzellen aufzubauen. Also lange Nüchternphasen vermeiden, zwischendurch Essen einbauen. Ihr könnt einen Shake auch in Eiweißquelle, wenn es jetzt kein Pulver sein soll, gerne selber machen. An der Stelle habt ihr die Möglichkeit, Quark, Joghurt, Früchte zu pürieren, bisschen Flüssigkeit, Milch dazu. Guckt immer, dass die Eiweißquelle mehr ist als die Früchte. Und dann kann man den Shake zum Beispiel wunderbar auch zwischendurch trinken. So ihr Lieben, also denkt dran, Plus weg, Abo da lassen. Je nachdem, wo ihr mich seht. Habt einen schönen Tag, eure Sandra. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüssi.